der Aufbau der linken Hand für den Kontrabass. Unser Kontrabass liegt leicht schräg mit der hinteren Kante der Zarge, ungefähr in der Körpermitte. Und mein linkes Bein ist leicht erhöht, wenn ich im Sitzen spiele, so dass ich den Bass hier balancieren kann, was ich natürlich nicht tue, wenn ich im Stehen spiele, was beim Bass natürlich auch geht, beim Kontrabass. So, dann, wie hoch halte ich das Instrument? Es gibt hier oben so ein Holzstück, das ist der sogenannte Sattel oder Obersattel, und der sollte ungefähr auf Augen- oder Augenbrauenhöhe sein. Ja, also das wäre zu tief, das wäre definitiv zu hoch. Das ist ein ganz guter Richtwert. Jetzt gucke ich mir meine linke Hand an und überlege, wie baue ich die auf. Die linke Hand ist ganz genau wie beim Cello so, dass wir eine C- oder U-Form haben und den Daumen hinten mit dem Daumenabdruck, also mit der Daumenkuppe, der flachen Seite, direkt hinten an den Hals ranlegen. Nicht knicken, nicht hoch, nicht tief, sondern einfach ganz flach nur den Daumenabdruck an den Hals in die Mitte hinlegen, so dass, wenn wir greifen würden, sich der Daumen ungefähr mit dem Mittelfinger trifft. So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Wichtig ist beim Kontrabass, genau wie beim Cello übrigens, dass, wenn ich greife, dass ich hier eine Gerade habe zwischen Handgelenk und dem Unterarm, also dass hier kein Knick im Handgelenk entsteht. Das ist der sogenannte Faulenzer, das führt zu großen Problemen, tut weh, man hat nicht genügend Kraft. Also wirklich, als ob ihr euch hochziehen würdet an einer Stange oder an der Kante. Einfach diesen Bereich Hand, Unterarm hier im Handgelenk einfach gerade halten. So, und beim Kontrabass fangen wir üblicherweise an, in der ersten Griffart zu spielen. Das heißt, ich habe drei Punkte beim Kontrabass. Nehme ich hier den ersten Finger, den zweiten Finger, und beim Kontrabass sind der dritte und der vierte Finger, die werden in den tiefen Positionen hier als ein Finger gesehen. Das heißt, ihr habt immer 1, 2 und 4. Der dritte Finger existiert alleine beim Kontrabass in tiefen Positionen nicht. So, und das könnt ihr schon mal an die Position hinlegen, wenn ihr das möchtet. Versucht, die Finger rund aufzusetzen. Der Daumen trifft sich ungefähr mit dem Mittelfinger. Daumenabdruck hinten am Hals und Handgelenk und Arm gerade.